Hi, ich bin die Rahel und ich melde mich heute aus dem Musikwerk. Und zwar würden wir uns jetzt gerade eigentlich alle im Actionzelt auf dem ZMF sehen und zusammen das Instrumentenkarussell machen. Und da das ja dieses Jahr leider nicht geht, haben wir uns gedacht, wir melden uns mal von hier und machen das einfach mit euch zusammen auf diesem Weg. Ich zeige euch heute das Klavier. Ihr seht es schon vor mir, das ist ein akustisches Klavier. Akustische Klaviere haben normalerweise 88 Tasten. Und es gibt auch noch den Flügel, den seht ihr da im Hintergrund. Und es gibt Klaviere bzw. Keyboards, die sind ein bisschen kleiner, die haben ein bisschen weniger Tasten und die sind elektronisch, die laufen nicht akustisch. Der tiefste Ton und der höchste Ton des Klaviers. Ihr seht, es gibt verschiedene Lagen. Je weiter wir nach oben kommen, je weiter wir nach rechts kommen, desto höher werden die Töne. Das sieht auf den ersten Blick erstmal so aus, als wären es ganz, ganz viele verschiedene Töne und oh mein Gott, das sind so viele Tasten. Aber eigentlich ist das Ganze sehr, sehr einfach aufgebaut. Und zwar wiederholt sich die Abfolge der Töne immer wieder. Das heißt, das hier, das hier, das hier, das hier ist alles derselbe Ton in verschiedenen Tonhöhen. Und ich zeige euch jetzt die C-Dur-Tonleiter. Die besteht aus 12 Tönen und die wiederholen sich immer und immer wieder. Das ist das C. Das C findet ihr auf der Klaviatur, wenn ihr euch an den schwarzen Tasten orientiert. Es sind immer Zweiergruppen, Dreiergruppe, Zweiergruppe, Dreiergruppe, Zweiergruppe. Und links neben dieser Zweiergruppe befindet sich das C. Und von dem aus gehen wir jetzt mal nach oben und benutzen nur die weißen Tasten. Die Töne dazu, die heißen so. C, D, E, F, G, A, H, C. Von oben wieder runter. C, H, A, G, F, E, D, C. Das müsst ihr euch alles jetzt erstmal noch gar nicht merken. Aber so seht ihr, diese Abfolge wiederholt sich immer wieder. C, D, E, F, G, A, H, C. C, D, E, F, G, A, H, C. C, D, E, F, G, A, H, C. Immer dieselben Notennamen in verschiedenen Tonhöhen. Das, was ihr jetzt auf dem Bild nicht sehen könnt, die benutze ich aber die ganze Zeit, das sind die Pedale, die am Klavier befestigt sind. Und da gibt es manchmal zwei Pedale, manchmal drei. An dem Klavier hier sind jetzt drei. Und ich möchte euch kurz zeigen, was diese Pedale mit den Tönen machen. Das Pedal ganz links kürzt den Ton ab, lässt den Ton klar und deutlich klingen, stoppt ihn aber danach sofort wieder. Das mittlere Pedal, das dämpft die Saite. Und das Pedal ganz rechts verlängert den Ton, das heißt, solange ich auf dem Pedal drauf bin, bleibt der Ton liegen. Wenn ich vom Pedal wieder runtergehe, geht der Ton wieder weg. Jetzt lasse ich los und weg. Vor allen Dingen das Pedal ganz rechts, das, was die Töne so ein bisschen klingen lässt, brauchen wir, wenn wir uns bei einem Song begleiten, wenn wir mit einer Band zusammenspielen. Einfach damit der Klang ein bisschen länger ausgehalten werden kann, dass wir Akkordwechsel haben können, ohne dass die Töne zu kurz sind. Genau dafür möchte ich euch jetzt kurz zeigen, was ein Akkord ist. Bestimmt habt ihr das schon mal gehört. Es gibt bei den Akkorden den sogenannten Dreiklang und das ist den ich euch heute zeigen möchte. Der C-Dur-Dreiklang.
besteht aus dem C, dem E und dem G. Ihr könnt euch das auch so merken: der Daumen ist die 1, der Zeigefinger ist die 2, der Mittelfinger ist die 3, der Ringfinger ist die 4 und der kleine Finger ist die 5. Mit den Zahlen könnt ihr euch die Akkorde ein bisschen besser merken. Mit der 1, also dem Daumen, seid ihr auf dem C orientiert an dieser Zweiergruppe. Dann lasst ihr die Hand ganz locker auf das Klavier fallen, drückt den Mittelfinger und den kleinen Finger dazu. Dann habt ihr C, E, G, also den C-Duo-Dreiklang. Ihr seht jetzt, mit der linken Hand habe ich einen Ton mitgespielt. Das ist der Grundton des Akkords, also in dem Fall auch ein C. Das macht das Ganze ein bisschen voller. Wenn ihr euch bei einem Song begleiten möchtet, und das mache ich zum Beispiel ganz oft, weil ich eigentlich Sängerin bin und auch mit dem Klavierspielen angefangen habe, um mich dann beim Singen selber begleiten zu können. Und deswegen möchte ich euch einen Song zeigen, den ich selber geschrieben habe, den ihr mit ganz, ganz wenigen Akkorden nachspielen könnt, den ihr ausprobieren könnt, vielleicht sogar Lust kriegt, selber mal einen Text zu schreiben und dazu die Begleitung zu schreiben. Ich singe euch den Song einmal vor. Das waren jetzt Strophe, Pre-Chorus und erste Refrain von dem Song Lass mich gehen. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr die Akkorde von der Strophe spielen könnt, weil das ist sehr, sehr, sehr einfach nachzuspielen. Wichtig ist, der Daumen kommt aufs C und wir spielen unseren C-Dur-3-Klang, den ich euch vorher gezeigt habe. Das Einzige, was in der Strophe jetzt passiert, ist, der Basston verändert sich. Das heißt, die linke Hand spielt drei Töne. Das C mit dem Daumen, das A mit dem Mittelfinger, also mit der 3, und das F mit dem kleinen Finger. Oben bleibt der Akkord genauso, wie er ist. Also zusammen klingt das. Ganz langsam machen. Ihr könnt auch erstmal nur den C-Dur-Akkord spielen, so lange, bis ihr euch wohlfühlt damit. Ihr könnt auch nur mit der linken Hand die Basstöne üben. Und wenn das einzeln super funktioniert, könnt ihr es kombinieren. Und vielleicht die Melodie schon mal dazu singen. Mm-hmm, 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 mm-hmm.
funktioniert, dann könnt ihr es mit dem Text zusammen versuchen. Ich wusste, es kommt der Moment, an dem ich hier stehe. Es ist der Moment, an dem ich dich wiedersehe. Und für den Moment ihr seht, ihr könnt mit ganz einfachen Mitteln diese Strophe selber sogar nachspielen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie das weitergeht, wie die anderen Akkorde funktionieren, wenn ihr Lust habt, euch am Klavier mal auszuprobieren, wenn ihr Lust habt, mal das Singen auszuprobieren oder in der Kombination euch beim Singen zu begleiten, wenn ihr Lust habt auf Songwriting, das heißt eure eigenen Texte schreiben oder eure eigenen Lieder schreiben, dann meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren. Und ich sage jetzt an dieser Stelle mal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hoffe, wir sehen uns bald im Musikwerk. Bis dann!